Kleine Schritte, einfache Übungen. In der Kantinenküche des Campus Uhlenhorst in Winterhude können junge Erwachsene wie Louis Gettert sich trotz Lernschwierigkeiten für den ersten Arbeitsmarkt qualifizieren. Mit seiner Rheumaerkrankung hat er es an anderen Arbeitsplätzen schwer. Hier ist es entspannter, würde ich mal sagen, mit, wenn man mal krank ist oder so. Und zum Beispiel jetzt irgendwo bei einer Ausbildung kann das sein, dass das dann vielleicht nicht so gut ankommt. Auch Menschen mit geistiger Behinderung werden hier weitergebildet. Die Teilnehmer lernen vom Gastraum bis zur Küche alles rund um einen Restaurantbetrieb kennen. Wir haben ja hier die Möglichkeit, die Teilnehmer bis zu 4 Jahre zu begleiten. Was teilweise als junge Leute mit 17, 18 hierher kommt. Und wenn sie dann die Schule fertig haben und den Berufsbildungsbereich absolviert haben, welche Eigenständigkeit und Fähigkeiten sich dann entwickelt haben, wo man einfach sagt, okay, es braucht halt mehr Zeit und diese Zeit haben sie hier. Um möglichst vielen jungen Menschen eine Berufsausbildung zu ermöglichen, hat die Peter-Jensen-Stiftung den Kantinenbau hier finanziell unterstützt. Die Peter-Jensen-Stiftung versucht, Kindern und Jugendlichen einen Sinn zu stiften, im Grunde von der Geburt, von der Ausbildung bis hin in ein sicheres und ein selbstbestimmtes Leben. Wir haben dafür 3 Bereiche. Wir haben Sozialprojekte, die wir unterstützen, so wie das hier am Campus Uhlenhorst mit der Fall ist. Wir unterstützen Schulen, Schulprojekte, also allgemeinbildende Schulen und Berufsschulen und Handwerksprojekte. Die Stiftung hat auch mehrere Räume zur Berufsorientierung an Schulen unterstützt. Wie hier am Gymnasium Lohbrügge können Schülerinnen und Schüler sich über die Berufsmöglichkeiten nach dem Schulabschluss informieren. Und deswegen versuchen wir halt hier ab Klasse 8 und dann 9 im Betriebspraktikum den Schülern klarzumachen, es gibt so viele wirklich schöne und spannende Angebote. Fangt rechtzeitig an, dann habt ihr genug Zeit, dann könnt ihr euch informieren und dann entwickelt sich das ja auch von alleine. Ich finde es sehr, sehr schön, dass es nicht zwanghaft ist. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt wie so ein Unterrichtsfach hat, da muss ich jetzt hin und da muss ich mich jetzt beraten lassen, sondern das ist komplett freiwillig. Und das macht einfach Spaß, sich jetzt schon über die Zukunft so zu informieren und nicht dann nach dem Abitur mit so einem riesen Fragezeichen dazustehen. Louis Gettert weiß, was er in Zukunft möchte. Sein eigenes Restaurant leiten. Die Unterstützung am Campus Uhlenhorst ist dafür der erste Schritt.